Hallihallo, ich bin Anne, die Töpferin, und ich bin jetzt gerade hier in Düsseldorf und mache mal ein paar Videos für dich im Long-Term-Format, weil ich hier keine Hintergrundgeräusche habe, die mich jetzt stören könnten. Hier ist eine extrem ruhige Kulisse und ich nutze das jetzt gleich mal für dich, um super coole Videos im Langformat zu machen. Hier geht's los. Und zwar habe ich jetzt hier 10 Kilogramm Westerwälder Steinzeugmasse genommen und habe ungefähr 3,5 Kilo abgeschnitten. Das ist Indigo Sommerton, der aktuell teuerste Steinzeugton, den du überhaupt kaufen kannst. Das ist ja einfach eine sehr super homogene Masse. 14 Euro kostet, glaube ich, die ganze Tüte ohne Spedition. Also da kommt ja nochmal die Spedition dazu. Und hier mache ich das Ochsenkopfkneten direkt auf der Töpferscheibe. Normalerweise hast du eigentlich eine Schlagbank dabei für solche Sachen und knetest auch ein bisschen länger. Wie gesagt, wir wissen, ich habe ein Home-Atelier und die Töpferscheibe steht in der Küche und dort ist kein Platz für eine Schlagbank extra. Deswegen habe ich in dieser Zeit, wo die Videos entstanden sind, immer direkt auf meiner Töpferscheibe geknetet. Und dann halt im Aufbrechen, Quatsch, im Zentrierverfahren und homogenisieren, also das jetzt hier homogenisieren, das nach oben drücken, quasi den Ton geknetet, mehr oder weniger. Ich habe das dann halt, habe halt dann länger zentriert. Also du kannst halt das Zentrieren und Homogenisieren etwas verkürzen, wenn du länger knetest und wenn du jetzt aber, wie ich jetzt, keine Schlagbank haben solltest, weil Platzmangel oder wie auch immer. Dann kannst du das natürlich auch auf der Scheibe machen, musst halt aber länger zentrieren und homogenisieren und da musst du halt wissen, wie du es machst. Am besten stütze dich da so ein wie ich. Mit meinem Ellenbogen stütze ich gegen mein Hüftgelenk und schiebe dann quasi mit der Elle nach vorne. Also ich habe da richtig mich eingestützt und mein Sitzfleisch sitzt fest auf dem Hocker. Der Hocker ist immer ein bisschen höher als die Töpferscheibe selbst und dann hast du automatisch, wenn du auf halb fünf drehst oder auf halb sechs drehst, einen Druck drauf und kriegst sozusagen 3,5 Kilo super gut zentriert. Einfach weil es anatomisch so möglich ist. Und dann kannst du halt auch das Loch setzen und hier den Aufbrechgriff machen. Beim Aufbrechgriff, den werde ich in den Kanalmitgliedschaften noch ausführlicher erklären, weil das einer der kompliziertesten Griffe ist. Und zwar zeige ich dir da dort, wie man einen Teller macht. Ja, und da kannst du dann halt das dann auch für dich selber verwenden, wenn du einen eigenen Töpferscheibe hast und Pottery-Business dabei bist aufzubauen. Also ja, und dann habe ich halt diesen Aufbrechgriff so gemacht, dass ein Rand immer sichtbar ist und diesen Rand schiebe ich jetzt halt nach oben. Genau, und mache jetzt hier den Knöchelzug. Ich kann schon mal sagen, dass es das ein Fail-Video ist, weil da ist noch nicht der Fehler, das ist noch alles richtig. Hier mache ich einen Knöchelzug von außen schieben, drücken von, also schieben und ziehen gleichzeitig. Und zwar drückst du von außen, von innen nach außen und von außen nach innen. Also dann hast du so eine kleine Welle und die schiebst du dann nach oben. Die ausführlichen Sachen findest du immer in der Membership sozusagen als Kanalmitglied. Also dazu werde ich natürlich auch nochmal ein sehr ausführliches Video machen. In Slow Motion. Hier siehst du, wie ich halt von innen nach außen drücke und von außen diese Wulst nach oben schiebe. Und da habe ich mich natürlich auch speziell abgestützt, weil auch von der Anatomie her musst du da einiges berücksichtigen. Hier siehst du, dass ich mich dann, hier ist der Fehler entstanden. Und zwar habe ich, ist das halt das Schwierige in dieser Höhe. Da musst du halt dich dann anders abstützen. Und das habe ich ein bisschen verpasst, weil ich glaube, zu stark in die Kamera geguckt habe. Es ist ja noch was anderes, sich vor der Kamera zu filmen oder halt nicht. Und wenn man dann die ganze Zeit in die Kamera dabei guckt, dann vergisst man dann halt auch manchmal, wie man richtig oder keine Ahnung, hier siehst du nämlich den Fehler dann nochmal.
weil das dort so gewackelt hatte, wird das dann, je dünner der Scherben wird, wird dann natürlich der Fehler immer sichtbarer. Na, das ist jetzt, es sollte so eine Vase sein. Hier habe ich einfach weitergedreht, weil ich weiß ja, ihr mögt ja auch Fehlvideos. Deswegen mache ich jetzt hier daraus einfach mal ein Fehlvideo, damit ihr auch versteht, wie die Fehler auch entstehen. Und wenn du weißt, wie ein Fehler entstanden ist, kannst du ja daraus lernen und dann das nächste Mal besser machen. Also ich hätte mich dann einfach beim Abstützen hier anders abstützen müssen. Also, weil irgendwann musst du halt mit dem Arm weiter hochgehen, damit du den Zylinder nicht umbiegst, sozusagen beim Knöchelzug. Ne? Wenn du da genauso eingestützt bist wie beim Anfang, wo der Klumpen halt noch sehr klein ist, dann entsteht ein Knick. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gut erklärt habe, sodass das auch ein Laie versteht. Wie gesagt, diese Videos, die bauen sich dann auch aufeinander auf. Und die ausführliche Erklärung bekommst du in den Memberships. Da mache ich nämlich heute auch noch ein paar Videos dazu und die werde ich dann auch hochladen. Das heißt, du als Kanalmitglied wirst dann sehr zeitnah ganz viele Videos da finden, die zum Thema Töpfern für dich echt richtig gut sind. Hier habe ich jetzt dann versucht, die Lücke da nochmal zu schließen, indem ich ein bisschen quetsche und das hat natürlich nicht funktioniert. Also in dem Fall hätte ich vielleicht die Scheibe anhalten sollen und das dann erstmal ein bisschen verstreichen. Aber es ist halt, ne, deswegen sind ja Keramiken auch relativ teuer, weil manchmal läuft es nicht so. Und in dem Fall hat es halt jetzt nicht so sollen sein, dass die Vase stehen bleibt. Ich habe aber trotzdem das Video verwendet, wie gesagt, weil ich ja weiß, im Social Media Bereich mag man ja auch manchmal gerne was sehen, was halt vielleicht nie ganz so funktioniert. Ne, so Fehlvideos und so, das mögt ihr ja alle. Deswegen, und man kann ja auch aus Fehlern lernen. Also der Fehler war, wie gesagt, beim Abstützen schon im Knöchelzug entstanden. Und da kannst du dann nichts mehr machen. Also man kann auch ein bisschen Kunst draus machen, aber wir haben uns jetzt hier dafür entschieden, das aufzuschneiden und schön zusammenfallen zu lassen. Genau, weil das ist ja ein cooler Effekt. Bäm. Genau, hier kann man jetzt sehen, wie die Scherbenstärke ist. So hat man auch das Töpfern gelernt. Also das ist sowieso ein wichtiger Schritt, den man als Lehrling definitiv hat. Was habe ich denn da? Was war denn das Blaues? Ach, ich glaube, was ist denn das? Farbpigment. Ah, okay. Da habe ich vorher irgendwas mit blauer Farbe gemacht. Ja, nee, also als Lehrling, da hat man das auch immer aufgeschnitten und dann geguckt, wie die Scherbenstärke ist. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen.